Mario Reiter gemeinsam mit seinem Vater. Die beiden genießen jeden Augenblick, auch weil die vergangenen Monate und Jahre so schwierig waren. Ich bin allgemein nicht einer, der tränzt, und ich mache das eigentlich ganz ungern, aber da in der Zeit habe ich, wie gesagt, da bin ich ein bisschen scheiß drauf gefahren. Er ist ein gefeiertes Talent. Sommer 2012, der Wechsel nach Ried, die ersten Schmerzen. Diagnose: chronische Schambeinentzündung. Er fährt weit, investiert viel, um schnell wieder gesund zu werden. Operationen in Berlin, Graz, ein Reha-Aufenthalt in Karlsruhe sind nur einige seiner Stationen. Februar 2014, der Tiefpunkt. Durch eine verunreinigte Spritze gelangt ein Keim in seinen Körper. Aus einer chronischen Entzündung wird eine lebensbedrohliche Situation. Reiter gesundheitlich schwer angeschlagen. Da habe ich dann das erste Mal echt gesagt, okay, das wird schwierig. Haben auch die Ärzte eigentlich so bestätigt, dass das Fußball in dem Sinn wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Es ist niederschmetternd. Weil man einfach gar keine Besserung in sich gehabt hat. Und man hat so viele Meinungen und überall horcht es eigentlich recht gut an. Aber letztendlich ist einfach zu wenig immer wieder rausgekommen, weil wenn ich auf den Ball drauf gehabt habe, dann habe ich Schmerzen gehabt. Oder wenn ich gelaufen bin oder gekupft bin. Also in Wahrheit ist dann eine Zeit lang gar nichts gegangen. Aber seine Zuversicht und ein Umfeld, das immer an ihn glaubt, das nie die Hoffnung verliert, geben ihm Kraft. Ja, ich glaube, da helfen schon väterliche Worte. Wichtig ist, dass ich bei der Therapie unterstützt habe, dass ich mit ihm mitgefahren bin. Und dass ich Hermann Ocher wieder, wie den Fußball wieder, wie er wieder gespielt hat, es geht, habe ich mir noch mal Fußballschuhe gekauft und habe mit ihm noch gespielt. Gemeinsam zurückgekämpft, zurück in den Profifußball. Es ist ganz witzig. Jetzt bin ich auf einmal wieder am Fußballfeld im Linzer Stadion, wo ich eine unglaubliche Freiheit habe, wo ich weiß, dass es ein richtiger Privileg ist, jetzt bei so einem Verein zu sein. Dass ich es nochmal auf so ein Niveau geschafft habe, wo es halt dann auch wirklich nochmal der Anspruch ein großer ist. Und das taugt mir schon. Es ist eine Geschichte mit einem guten Ende. Gerade in der Zeit, wo es jetzt nicht so passt hat, habe ich diese Glücksgefühle unter Anführungszeichen ganz schwer nur erreichen können. Und ich glaube, das kann wahrscheinlich auch nur ein Fußballer dann so richtig verstehen, was da in einem passiert. Also für mich persönlich ist es echt das pure Glück, das stimmt im Moment.